8 Jahre ist es her, dass der weltweite Finanzskandal um die Panama Papers aufgedeckt wurde. Jetzt hat ein Gericht in Panama-Stadt überraschend 28 Angeklagte freigesprochen. Die Beweismittel hätten nicht für Verurteilungen ausgereicht, erklärte die vorsitzende Richterin. Alle Angeklagten waren Beschäftigte der Kanzlei Mossack Fonseca. Ihnen wurde vorgeworfen, mit Hilfe von Briefkastenfirmen Geldwäsche und Steuerbetrug für Politiker und Prominente organisiert zu haben. 400 Journalisten aus 80 Ländern hatten den Skandal aufgedeckt. Benedikt Strunz gehörte zu diesen Journalisten, die den Skandal aufgedeckt haben. Ja, wie bewerten Sie jetzt die Freisprüche bzw. die Einstellung des Prozesses? Für mich ist es ein absoluter Skandal und ich kann diese Entscheidung wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Die Panama Papers haben uns wirklich im Detail gezeigt, wie Kriminelle, wie Oligarchen, wie Terrorfinanziers Briefkastenfirmen der Firma Mossack Fonseca genutzt haben, um ihre kriminellen Geschäfte dort abzuwickeln. Und sie haben auch sehr, sehr deutlich gezeigt, dass diese Kanzlei nicht nur wusste, was sie da tut, sondern dass der Zweck dieser Kanzlei war, illegale Gelder zu verstecken und zu verschleiern. Aus Mangel an Beweisen, das klingt ja ein wenig so, dass an den Vorwürfen nichts dran war. Was sagen Sie dazu? Das ist für mich an den Haaren herbeigezogen. Wir haben mal sehr intensiv mit diesen Papieren gearbeitet. Und wenn ich eins sagen kann, dann muss ich wirklich sagen, das strotzt vor Beweisen. Das sind Unterlagen, viele Millionen Dokumente, E-Mails, Verträge, unterschriebene Verträge, Pässe, die alle zeigen im Detail, wie hier mehr als 200.000 Briefkastenfirmen aufgesetzt wurden und mit wie viel krimineller Energie da auch vorgegangen wurde, einmal um kriminelle Gewinne aus Drogenschleusungen, aus Kinderpornografie zu verstecken, zum einen, und zum anderen eben auch, mit wie viel krimineller Energie da vorgegangen ist, um das eben möglich zu machen durch diese Kanzlei. In vielen Ländern gab es ja nach der Aufdeckung des Skandals Verfahren gegen Steuerkriminelle. Wie war das denn in Deutschland? Die gab es auch hier. Hierzulande haben die Finanzämter viel, viel Geld zurückgefordert, auch die Staatsanwaltschaften. Eine sicherlich große Folge der Panama Papers war auch, dass es so ein kleines Beben in der Bankenwelt gab. Denn man muss ja auch sagen, solche Briefkastenfirmen sind das eine, aber man braucht natürlich auch Banken, die diese Briefkastenfirmen dann ausstatten mit Konten. Und das hat dann dazu geführt, dass sehr, sehr viele Banken hier in Deutschland auch Geldwäsche- und Steuerstrafverfahren hatten. Was ist denn bis jetzt auf politischer Ebene passiert? Die Panama Papers, und das ist so schade, weil man sieht jetzt eben dieses Urteil und denkt sich, naja, außer Spesen nichts gewesen sozusagen, aber die Panama Papers hatten massive politische Folgen. Wir haben ja in diesen Briefkastenkonstruktionen zum einen sehr, sehr viel ehemalige, aber auch damals amtierende Regierungsmitglieder auf der ganzen Welt gesehen. Es gab Rücktritte. Es gab dann aber auch, und das waren so die mittelfristigen und langfristigen Folgen der Panama Papers, ganz massive Gesetzesverschärfungen, was den Umgang mit Briefkastenfirmen angeht. Das war einmal dieser Bereich der Steuerhinterziehung, wo man nochmal nachgebessert hat. Dann ein bisschen längerfristig der Bereich der Steuergestaltungsmodelle, also was ist legal, wo werden Spielräume illegal genutzt. Und dann auch der Bereich der Geldwäsche. Also die Panama Papers nach wie vor, trotz dieses Urteils, sind wirklich ein Meilenstein, wenn es darum geht, den Kampf gegen diese Steueroasen und die Gestaltung und die Hinterziehung, die dort stattfindet, die gegen Geldwäsche, dann eben politisch in Aktion umzusetzen. Ja, welchen Einfluss haben die Panama Papers denn im weltweiten Kampf gegen Steuerhinterziehung? Was würden Sie sagen? Der Einfluss ist enorm. Und das ist zum einen sozusagen die politische Währung, die daraus wurde. Also diese Panama Papers und die nachfolgenden Leak-Veröffentlichungen hatten einen ganz massiven Einfluss auf politische Initiativen weltweit, auf Gesetzesvorhaben ganz konkret. Und zum anderen muss man aber auch sagen, und auch das ist mindestens so wichtig, sehr, sehr viele Banken, sehr viele Steuerberatungskanzleien hatten dann wirklich auch einmal vorgeführt weltweite Reputationsschäden. Und wenn es diese Berichterstattung gibt, dann merkt man wirklich auch, dass die Leute sozusagen, die sich damit beschäftigen, noch mal
sehr genau sich überlegen, also insbesondere große Banken, ob sie da weiterhin mitmachen wollen oder nicht. Darum ist dieses jetzige Urteil auch wirklich ein ganz, ganz fatales Signal. Wo sehen Sie heute noch Schwachstellen? Wäre so ein Geschäftsmodell, wie die Kanzlei es betrieben hat, denn heute noch möglich? Also ich hoffe sehr, dass so ein Modell nicht mehr in Panama möglich wäre. Ich denke auch, einige andere Steueroasen haben so ein bisschen nachgebessert. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass es noch weiterhin Jurisdiktionen auf der Welt gibt, wo sowas ohne Probleme möglich ist. Und wir dürfen uns in einer Sache nicht täuschen. Steuergestaltung, Steuerhinterziehung, also aggressive Steuergestaltung von großen Konzernen, Steuerhinterziehung durch Privatpersonen, durch Oligarchen, aber auch Geldwäsche, das findet nach wie vor statt. Darum ist es so wichtig, in dem politischen Kampf gegen diese Modelle und gegen diese Akteure, die das machen, weiterhin wirklich aktiv vorzugehen. Denn letztlich ist das Geld, was uns allen fehlt, was in der Kita fehlt, die nicht umgebaut wird, was in der kaputten Straße fehlt und was beispielsweise auch dabei fehlt, Wohnraum zu subventionieren. Also das ist wirklich unser aller Geld. Eine Einordnung war das von Benedikt Strunz. Vielen Dank dafür.